Hier ist der Deutschlandfunk. Zum 5. Fastensonntag übertragen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Klosterkirche der Katharinenschwestern in Münster. Die Predigt hält Bischof Reinhard Lettmann, die liturgische Leitung hat Domkapitular Paul Ketteler. Verehrte Hörer, unser Gottesdienst heute Morgen aus dem neuen Mittelpunkt der Katharinenschwestern, dem Provinzialmutterhaus in Münster, hat begonnen mit der Melodie des Ermlandliedes »Mein Ermland will ich ehren, solang ich leb und bin«. Mit dieser heimatlichen Melodie grüßen wir über den Deutschlandfunk besonders die Katharinenschwestern und Sie alle, verehrte Hörer, im Gründungsort der Genossenschaft in Braunsberg, heute Branjevo, in Wormditt, heute Orneta, in Heilsberg, heute Litzbark, in Allenstein, heute Olstin. Wir grüßen die Katharinenschwestern in Ost-Berlin. Wir grüßen den Konvent in Effelder im Eichsfeld. Der Bischof von Münster, Reinhard Lettmann, zelebriert heute Morgen den festlichen Gottesdienst. Es konzelebrieren apostolischer Protonotar Johannes Schwalke, der der apostolische Visitator für Klerus und Gläubige des Ermlandes ist, und Prälat Dr. Johannes Norda, stellvertretender Dekan des ermländischen Konsistoriums. Die Choralschola des Bischöflichen Priesterseminars Münster, eine Gruppe von 17 Diakonen, die am Pfingstsonntag das Sakrament der Priesterweihe empfangen, singt unter Leitung von Bernd Hahne die Choralmesse zur Fastenzeit, Gotteslob Nummer 405 und folgende. Wir freuen uns, dass die Generaloberin der Katharinenschwestern, Schwester Leonis, zum 400-jährigen Jubiläum von Rom nach Münster gekommen ist. Sie wird Ihnen nun, verehrte Hörer, kurz die Genossenschaft vorstellen. Verehrte Hörer, es begann in Ostpreußen, genauer gesagt im katholischen Ermland, in der Stadt Braunsberg, vor 400 Jahren. Eine junge Frau, Regina Brotmann, hat damals die Gemeinschaft der Schwestern von der heiligen Jungfrau und Martyrin Katharina gegründet. Die erste weibliche Ordensgemeinschaft in der katholischen Kirche, die sich dem Dienst der Caritas widmete. In völligem Freisein für Gott durch die drei Ordensgelübde der gottgeweihten Keuschheit, der Armut und des Gehorsams waren die Katharinenschwestern völlig verfügbar für die Menschen, die sich in Not befanden und Hilfe brauchten. Heute sind etwa 1000 Katharinenschwestern tätig, nicht nur in ihrer ursprünglichen Heimat im Ermland, in der jetzt polnischen Provinz, sondern auch in der Bundesrepublik Deutschland, in Brasilien und neuestens in Togo. Sie alle, verehrte Hörer, wir alle lieben Schwestern, sind heute Morgen zusammen in der großen, grenzenüberschreitenden Gemeinschaft der Glaubenden. Wie Gott will, war der Wahlspruch der Gründerin unserer Ordensgemeinschaft, der Leitsatz von Regina Brotmann. Dem Willen Gottes gehorsam sind wir gemeinsam auf dem Weg durch die Fremde, die diese Erde ist, unterwegs zur ewigen Heimat, die uns allen verheißen ist und aus der uns niemand mehr vertreiben wird.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Lasst uns hintreten zum Altar des Herrn, zum Gott unserer Freude. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott und Retter, auf den wir schauen. Wir geben uns, unser Leben und unseren Dienst, unser Tun und Unterlassen, unser Mühen und Versagen, unser Wollen und Verzagen in die Hände Gottes. Ihn rufen wir an und bitten ihn um sein Erbarmen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht Gott der Herr, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr leben, und ich bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen, und ich führe es aus. Spruch des Herrn. Schone, o Herr, schone deinen Volkes, das so
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht: Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Martha, die Schwester des Lazarus, sagte zu Jesus: Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Da wurde Jesus innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Nachdem er dieses gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Verehrte Zuhörer, liebe Christen, liebe Schwestern, im vergangenen Herbst fand im Landesmuseum am Domplatz hier in Münster eine Ausstellung statt unter dem Leitwort Monastisches Westfalen. Sie gab einen Überblick über die Bedeutung der Klöster und Ordensniederlassungen für das kulturelle und religiöse Leben in unserer Heimat. Der Katalog zeigte mit verschiedenen Karten, auf denen Lage und Zahl der Klöster eingetragen war, gleichsam eine geistliche Landkarte Westfalens. Eine solche geistliche Landkarte könnte man für alle Teile unserer Heimat erstellen. Die geistliche Landkarte des Ermlandes ist besonders von den Niederlassungen der Katharinenschwestern geprägt. Seit diese Ordensgemeinschaft vor 400 Jahren durch Regina Brotmann in Braunsberg gegründet worden ist, ist sie aus dem Leben des Ermlandes nicht wegzudenken. Sie hat seine Kultur und Religiosität maßgeblich mitgeprägt. Inzwischen ist der Orden über das Ermland und über Deutschland hinausgewachsen, sodass heute sein 400-jähriges Jubiläum in verschiedenen Teilen der Welt gefeiert werden kann. Wie wird die geistliche Landschaft in Deutschland in der Zukunft aussehen? Eines ist sicher: Wir wären ärmer, wenn wir die Orden nicht hätten. Der heilige Benedikt schreibt in seiner Regel: Flieht vor allem das Vergessen Gottes. Man flieht vor einer Gefahr. Ist das Vergessen Gottes eine Gefahr? Ganz sicher ist es heute eine Tatsache, aber es ist auch eine Gefahr. Nicht für Gott, denn er bleibt. Es ist eine Gefahr
für uns Menschen. Denn wenn Gott uns aus dem Blick schwindet, schwinden damit auch Ursprung und Ziel des menschlichen Lebens aus dem Blick. Ursprung und Ziel des Lebens aber haben zu tun mit seinem Sinn. Wenn das Leben sinnlos wird, wird es allzu leicht auch wertlos. Was können wir tun, um dieser Gefahr des Vergessens Gottes zu entgehen? Wir können Zeichen setzen für Gott. Solche Zeichen für Gott setzen die Ordensleute, setzen unsere Katharinenschwestern. In der Hinwendung zu Gott in Gebet und Gottesdienst und in der Hinwendung zu Menschen um Gottes Willen sind sie lebendige Zeugen für Gott. Sie sind Zeugen geistlicher Wirklichkeit. Dieses Zeugnis ist zugleich ein Dienst am Menschsein des Menschen. Wir wollen diesen Jubiläumstag zum Anlass nehmen, den Katharinenschwestern für dieses Zeugnis zu danken. Es ist der wichtigste Dienst, den sie uns Menschen heute leisten können. In der Ordensregel der Brüder von Thésée steht das Wort: Wir haben zusammen ein Engagement übernommen, hinter das wir nicht zurück können, denn Christus treibt uns voran. Durch ihn verbunden gehen wir gemeinsam unseren Weg, um unter den Menschen ein Zeichen der Liebe und Freude zu sein. Dieses Wort können wir auch über den heutigen Festtag stellen. Wir haben zusammen ein Engagement übernommen, hinter das wir nicht zurück können, denn Christus treibt uns voran. Es gibt manche Menschen in unserer Zeit, die sich nirgendwo mit dem Herzen engagieren. Sie sehen keinen Wert, der ein Engagement lohnend macht. Andere mögen sich nicht engagieren, weil sie fürchten, dadurch ihre Freiheit zu verlieren. Ein Engagement übernehmen bedeutet, sich zu verpflichten, eine Aufgabe zu übernehmen, sich in Dienst nehmen zu lassen, sich zu binden und verbindlich für etwas einzusetzen. Durch ein solches Engagement verliert der Mensch nicht seine Freiheit. Im Gegenteil, er macht Gebrauch von ihr, er verwirklicht sie. Ein Engagement setzt allerdings voraus, dass die Person oder die Sache, für die wir uns engagieren, uns dieses Einsatzes wert zu sein scheint. Regina Brodmann und die Frauen, die ihr folgten, haben sich vom Herrn in Dienst nehmen lassen. In einer Zeit, in der viele Ordensleute die Klöster und den Ordensstand verließen, haben sie sich auf den Ruf Christi mutig und mit Zuversicht eingelassen und eine neue Ordensgemeinschaft gegründet. Der Einsatz für Christus und seine Sendung schien es ihnen wert zu sein, dass sie sich ihm verpflichteten. Immer wieder sind im Laufe der 400 Jahre Frauen diesem Beispiel gefolgt. Christus war die treibende Kraft, als Regina Brodmann und ihre Mitschwestern den Orden gründeten. Er ist auch heute die treibende Kraft im Leben der Katharinenschwestern. Ihm gilt ihr Einsatz. Mit ihm gehen sie in die Zukunft. Durch Christus verbunden gehen wir gemeinsam unseren Weg, so heißt es im Wort von Thésée. Engagement lebt vom persönlichen Einsatz, von dem, was jeder einbringt, vom Einsatz mit ganzem Herzen und mit ganzer Kraft. Die einzelnen Schwestern stehen jedoch in ihrem persönlichen Engagement nicht allein. Christus hat sie zu einer Gemeinschaft verbunden. Durch die Gemeinschaft mit ihm werden sie auch untereinander
zur Gemeinschaft. Christus ist der Mittelpunkt, der diese Gemeinschaft zusammenhält. Wenn die Schwestern deshalb einen Teil ihres Tages der Feier der Eucharistie, dem Gebet und der Meditation widmen, so ist dies wesentlich auch für die Gemeinschaft. Je tiefer jede Einzelne in die Gemeinschaft mit dem Herrn hineinwächst, umso mehr wächst sie auch in die Gemeinschaft der Schwestern hinein. Gemeinschaft auf dem Weg, das bedeutet zusammenstehen, miteinander gehen, vertrauen, einander gelten lassen, einander ertragen, einander Halt und Stütze geben. Jeder Mensch braucht einen Ort des Angenommenseins und der Geborgenheit, eine Heimat. Das gilt auch und in besonderer Weise für alle, die um des Herrn willen andere Bindungen aufgegeben haben. In der Gemeinschaft des Ordens können die Schwestern diesen Raum des Angenommenseins finden. Die Gemeinschaft der Schwestern soll den Einzelnen eine Hilfe sein auf dem gemeinsamen Weg. Wir hören noch einmal das Wort der Ordensregel. Durch Christus verbunden gehen wir gemeinsam unseren Weg, um unter den Menschen ein Zeichen der Liebe und Freude zu sein. Liebe und Freude bereichern das Leben. Sie sind Kräfte, die die Menschen und die Welt ändern und verwandeln können. Die Liebe zu den Menschen in leiblicher und geistlicher Not war es, die Regina Brodmann veranlasste, mit ihrer Schwesterngemeinschaft Wege zu gehen, die für die damalige Zeit neu und ungewohnt waren. Die Schwestern wirkten nicht nur innerhalb des Klosters, sondern gingen hinaus zu den Armen und Kranken, um ihnen Hilfe zu bringen. Heute ist dieses Wirken ambulanter Schwestern eine Selbstverständlichkeit geworden. Damals war es neu, und die Katharinenschwestern haben durch ihren Einsatz vielen modernen Krankenpflegeorden die Wege bereitet. Neben die Sorge für die Kranken trat bald die Sorge um die Erziehung der Jugend, insbesondere der Frauenjugend. Gerade diese Arbeit hatte eine große, prägende Kraft für die christlichen Familien im Ermland. Auch heute noch widmen sich die Schwestern dem Dienst an den Mitmenschen in den Bereichen der Gesundheitspflege, der christlichen Erziehung sowie der Sozial- und Pastoralarbeit. Sie sind für viele Menschen ein Zeichen der Liebe und der Freude geworden. Wir haben zusammen ein Engagement auf uns genommen, hinter das wir nicht zurück können, denn Christus treibt uns voran. Durch ihn verbunden gehen wir gemeinsam unseren Weg, um unter den Menschen ein Zeichen der Liebe und Freude zu sein. Der Anspruch, den dieses Engagement mit sich bringt, ist hoch. Und oft genug bleiben wir ihm gegenüber zurück. Aber das ist uns kein Grund, zu verzagen oder aufzugeben. Christus treibt uns voran. Ihm wollen wir Raum geben in unserem Leben. Er soll auch in Zukunft die treibende Kraft im Leben der Katharinenschwestern sein. Darum wollen wir heute in diesem Gottesdienst miteinander beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, und an Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinab.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, wir bitten dich. Segne die Kirche, unseren Papst Johannes Paul, die Bischöfe, die Ordensleute und das ganze Volk Gottes. Wir bitten dich, Herr Gott. Schenke allen Schwestern ein gutes Herz, Freude an der Arbeit und Treue in deinem Dienst. Wir bitten dich, Herr Gott. Segne die Familien, segne die Väter, die Mütter, die Kinder und lass Priester und Ordensberufe erwachsen für die Nachfolge Christi. Wir bitten dich, Herr Gott. Stärke alle, die aus der geliebten Heimat vertrieben sind. Lass sie aus dem Glauben der Väter weiterleben und so die bleibende Heimat der Kirche erfahren. Wir bitten dich, Herr Gott. Hole unsere lieben Toten und dir einst auch uns selber unter dem Beistand des heiligen Josef heim in die ewige Heimat des Himmels. Wir bitten dich, Herr Gott. Himmlischer Vater, dein Sohn Jesus Christus ist unser Weg, unsere Wahrheit und unser Leben. Ihm wollen wir folgen. Sein Wort wollen wir hören. In seiner Nachfolge wollen wir leben, wollen wir sterben und werden wir auferstehen in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasset uns beten. Erhöre uns, allmächtiger Gott. Du hast uns durch dein Wort zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen. Reinige uns durch dieses Opfer und stärke uns zum Kampf gegen das Böse. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Herr, ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Da er Mensch ist wie wir, weinte er über den Tod seines Freundes. Da er Gott ist von Ewigkeit, rief er Lazarus aus dem Grabe.
Er hat Erbarmen mit uns Menschen und führt uns zum neuen Leben durch die österlichen Sakramente. Durch ihn preisen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Johannes Paulus, unserem Bischof Reinhard und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria,
mit deinen Aposteln, mit der heiligen Katharina, der Patronin dieser Kongregation, und mit allen Heiligen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du reinigst unter meinem Herrn, aber ich bin vor meinem Haus, so wird mein Leben gesund. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir.
selige Ungeduld, wer stillt sie mir? Wer sonst, o Gott, als du? Du Leben, Licht und Ruh. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Wie zu dem Strand das Meer wogt mit Begier, so flutet ruhelos mein Herz zu dir. Sehnsüchtige Seele, du, wall deinem Ufer zu, bis hin, mein Gott, zu dir, bis hin zu dir. O dunkle Nacht um mich, wann weichst du hier? O ew'ges Morgenrot, wann scheinst du mir? Wenn strahlend einst dein Licht die Todesnacht durchbricht, dann zieh mich, Gott, zu dir, ganz nah zu dir. Thank you.
lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns das Sakrament der Einheit geschenkt. Lass uns immer lebendige Glieder Christi bleiben, dessen Leib und Blut wir empfangen haben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Oh.
Zum 5. Fastensonntag übertrugen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Klosterkirche der Katharinenschwestern in Münster. Die Predigt hielt Bischof Reinhard Lettmann, die liturgische Leitung hatte Domkapitular Paul Ketteler. Es ist 11 Uhr. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten.